glaube, beide junge Damen sind nicht so ganz glücklich mit den Linienrichtern. Ich habe gestern kurz auch mit Jane Taber gesprochen, einer Stuhlschiedsrichterin hier, und sie sagt, na, die erste Wahl, der erste Sturm ist das nicht, was hier den drei Profi-Schiedsrichtern an die Hand gegeben wird. Viele Ungereimtheiten, nicht nur heute, im Verlaufe der gesamten Woche. Topspin, der sah, als er die halbe Strecke zurückgelegt hatte, so aus, als sollte er Meter ins Aus gehen. Hier, dieser Schlag jetzt sinkt sich aber genau auf die Linie. Schnell ist sie, die Steffi, und lässt sich da auch nicht irritieren, zieht die Rückhand wieder durch, spielt durch die Gegnerin hindurch, hier kommt der Dropshot. Und wieder Vorteil, wieder Breakchance, erstes Spiel, dritter Satz. Steffi muss dranbleiben, denn auch wenn Sanchez müde zu sein scheint, aufgeben tut die Spanierin nicht. Nie. Aus von Steffi. Und so kommt die Spanierin zu ihren Punkten. Sie läuft einfach alles und dann schließlich Fehler der Gegnerin. Ja, da stand Steffi zu eng zum Ball. Vicario hält ihre Hoffnung am Leben. Wehrt zwei Breakchancen ab in diesem ersten Spiel des dritten Satzes. Macht das Spiel, führt 1-0. New York Knicks. Ah ja, da ist die Physiotherapeutin gerufen worden zu Arantxa Sanchez. Scheint sich nicht wohl zu fühlen.
Ich habe es angesprochen, der Puls wird gefühlt. Eine Verletzung war ja nicht anzumerken, aber sie, ich habe das vorhin gesagt, sie nimmt, nachdem sie eine Allergie sich im Oktober eingehandelt hatte, hat sie starkes Antibiotikum genommen und auch immer noch. Und sie wird sich wahrscheinlich jetzt von einem Arzt hier beraten lassen, was tun, weiterspielen. Auf jeden Fall läuft ein sogenanntes Injury Timeout. Ja, nimmt was zu sich. Ja, ich wollte sagen, die New York Knicks haben gespielt, waren Tabellenführer. Die Saison hat ja gerade erst vor ein paar Wochen begonnen und haben hier gegen Utah Jazz vor 18.000 Zuschauern die schlimmste Partie der Saison abgeliefert und deutlichst verloren. Dann wird nachts wieder Basketball abgebaut. Der wird auch anders bestuhlt hier im Madison Square Garden. Und Tennis wieder rein. Und dann konnten die Spieler dann heute ab 11 Uhr wieder ein bisschen trainieren. Da war der Umbau wieder beendet. Sultan Ganji auf dem Stuhl. Also wenn es beim Boxen sind, kriegt sie da Riechsalz. Die Entscheidung muss sie selbst treffen. Ich glaube, sie spielt weiter. Da müssen wir aber gewahr sein, dass, wenn es nicht besser wird, dass vielleicht Arantxa Sánchez Vicario angesichts des 0:2 Satzrückstandes doch irgendwann aufgibt. 1-0 für sie im dritten. Aufschlag Steffi Graf. Unnötige Spielerei. Sánchez, ich sehe das hier nur einige Meter von meinem Sprecherplatz entfernt, ganz besorgt, schaut ihre Tochter an, kommuniziert auch mit ihr. Chancen. Diese Pause ist Steffi nicht gut bekommen. Auf die Linie die Vorhand. Aus den oberen Rängen wird gebuht, gepfiffen, gemurrt. Der Doppelfehler bringt das Break, das erste im dritten. Und ausgerechnet die Spielerin, die eben noch darüber nachgedacht hat, ob sie weitermachen soll oder nicht. Ihr gelingt dieses Break, das 2:0.
Zählen scheint geholfen zu haben. Und ihr erstes Ass. Die Pause hat Steffi nicht gut getan, diese Verletzungspause von Arantxa Sánchez Vicario. Ganze 2 Punkte für die Deutsche. 2 Spiele für Sánchez, 3-0 die Führung im dritten. Steffi wartet bereits seit 30 Sekunden auf ihre Gegnerin, die eben wieder die Physiotherapeutin während des Seitenwechsels auf dem Platz hatte, sich wieder hat beraten lassen. Wird dann gar nicht gesagt, Fehler, kein Ass. Das ist sehr störend jetzt hier, denn das Gelächter resultiert aus einer Zeitlupe, die oben gezeigt wird und am Dach. Und da hat man den noch amtierenden Bürgermeister Dinkins gesehen mit einem nach oben gestreckten Daumen. Also da sollten die Veranstalter hier schon ein bisschen aufpassen, dass, wenn gespielt werden soll, auch keine Filmchen gezeigt werden. Wird weit ins Ausgehen. Das erste Spiel für Steffi. 1-3 aus ihrer Sicht. Kein Beinbruch. Ein einziges Break liegt sie zurück. Das war auch im ersten Satz so. Als Sánchez schnell 1-0 führte. Das war im zweiten Satz so, als Sánchez 4-2 Führung hatte. Kein Grund zur Panik. Aufschlag der Spanierin. Erster Aufschlag in Prozenten, Barb 67, Sánchez 58, das war ein bisschen entgegen dem, was bisher in dieser Woche erreicht worden war, aber die Gewinnschläge sprechen doch für Steffi. Sollte sich jetzt nicht einlullen lassen von Sánchez. Ja.
macht nach wie vor einen guten Eindruck, Steffi Graf. Strahlt Ruhe aus, wirkt konzentriert. Und schnell ist sie auch. 15:40. Verteilt jetzt hervorragend, rechts, links, wieder, hat den Faden wieder gefunden. Break zum 2-3. Wir sind gleich wieder zurück im Madison Square Garden von New York. Das Publikum kommt und geht und umgekehrt. Die Spielerinnen müssen warten. 2-0 Satzführung für die Weltranglisten. Erste für Steffi Graf, 6-1, 6-4. Geht jetzt nach 0-3 Rückstand. Sieht es doch wieder freundlicher aus. 2-3 und Aufschlag im dritten. Statistik stimmt hier. Der sechste Doppelfehler bereits. Mehr als in den drei Matches zuvor. Auf der anderen Seite muss man auch Verständnis dafür haben, denn die Gegnerin ist die Nummer 2 in der Welt und da muss mehr Risiko gespielt werden, schon vom Aufschlag an. Hier mal keine Absicht unterstellen. Vorher hatte, da war Steffi einfach indisponiert. Was soll's werden? Vorhand, Rückhand. Das ist, glaube ich, ein ganz klein bisschen ins Stolpern gekommen. Oder ist es Zeichen der Müdigkeit? Die Bringerin. Na, da fehlt ein halber Schritt. Hat gesehen, dass sie Fehler machen würde. Spielball. Das Publikum will mehr. Stellt sich jetzt auch ein bisschen, kann man fast verstehen, hinter die quirlige Spanierin. Wollen natürlich nicht hier ein Match sehen, die Zuschauer, das glatt in drei Sätzen entschieden wird. Steffi so aufschlagen kann, diesen schnellen Boden, so sicher ist mit der Vorhand, dann kann hier eigentlich nichts schief gehen gegen Arantxa Sánchez. Wieder ein guter Aufschlag. In die Gegnerin hinein serviert. Drei beide.
schießen sich jetzt doch ein bisschen ab, die beiden. Erst Steffi mit dem Schmetterschlag auf die Füße von Arantxa, dann Arantxa eben auf Steffi gezielt am Netz. Eben der Aufschlag in die Spanierin hinein. Die beiden werden auch wohl nicht streiten. Eine Stunde und 37 Minuten gespielt, der Zwischenstand. Sie lebt noch, die Spanierin. Das weiß auch Steffi, die äußerst konzentriert diesen Ballwechsel hier gespielt hat. Satzführung 3-3, siebtes Spiel, dritter Satz. Sanchez ein ganz klein wenig angeschlagen. Will nicht lügen strafen mit ihrem zweiten Ass. Ich sagte es eingangs, sie steckt nie auf, aber da sie gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe zu sein scheint, und sowas sollte sich auch Steffi nicht blenden lassen. Übrigens Bestleistung, die 97 Meilen pro Stunde. Bestleistung in dieser Woche für Sanchez. Und 156 Stundenkilometer. Und Fehler von Steffi mit der Vorhand. 4-3 die Führung für die Spanierin im dritten Satz des Masters-Finales von New York. Der dritte Satz geht so langsam in die entscheidende Phase und damit vielleicht auch das Match. Hat Arantxa Sanchez die Kraft, den Willen hat sie allemal, hat sie die Kraft, hier noch einmal eine Wende herbeizuführen. 4-3 ihre Führung, Aufschlag Graf, dritter Satz. Steffi weit raus. Und dann keine Chance, wieder zurückzukommen. Die Mama. Jetzt haben wir den Agenten Philipp Picciotto.
Vater habe ich heute noch nicht gesehen, aber gestern war er im Lande. Und Breakchance. 15-40. Gibt es doch einen vierten Satz? Und rein. Zweiter Aufschlag noch einmal. Breakchance für die Spanierin. Es riecht nach einer Verlängerung des Matches. 5-3 Sanchez Vicario nach diesem schwachen Aufschlagspiel der Deutschen. Aber da die Spanierin ja auch nicht über einen super Aufschlag verfügt, ist auch in diesem Satz noch nichts entschieden. Gleiches Spiel. Sanchez greift an über die Rückhand von Steffi und die versucht das Cross. Und das geht zum wiederholten Male daneben. Der Rückhandfehler. Steht zu eng zum Ball, geht häufig zu weit ins Feld. 40-0, dreimal Satzball für die Spanierin, die schon einen Break vorhatte, den Ausgleich wieder hinnehmen musste in diesem dritten Satz und jetzt doch vor dem Satzgewinn steht. Also doch, ein Satz an Sanchez Vicario zunächst einmal. Steffi reagierte da eben gar nicht mehr richtig. Und dann Strich, glaube ich, geht das in Ordnung, denn auch beim Spiel von Steffi sind Fehler zu entdecken. Wir sind gleich mit dem vierten Satz wieder bei Ihnen. Der vierte Satz. Steffi wird ihn eröffnen. Gesprächsstoff gibt es jede Menge hier im Madison Square Garden. Große Unruhe während des Seitenwechsels. Aber das wird sich jetzt hoffentlich wieder geben. Eine Stunde und 48 Minuten gespielt. In diesem letzten Damen-Tennisspiel von Bedeutung im Jahre 93. Oh!
Doppelt wieder Nummer 7. 15 beide. Auch nicht immer ganz bei der Sache. Arantxa Sánchez. Wird als Fehler gegeben.